Strecke, die ist wunderschön. Durch den Elm, die Aussicht ist wunderbar. Ich habe da schon manchmal gesehen, auf der Strecke halten die Leute einfach an, um den Ausblick einmal zu genießen. Ja, die Region ist dafür prädestiniert zum Radfahren. Also man hat ja alles, man kann ja fahren, was man will. Im Norden von Braunschweig ist es flach. Und je weiter man nach Süden kommt, umso welliger und bergiger wird es, bis man irgendwann den Harz vor der Nase hat. Also eigentlich sind wir hier eine absolute Radsportregion. Auf Schleichwegen mal hier durch die durch unsere Heimat oder durch unsere Region zu radeln, ist nämlich immer wieder schön. Ja, das Sattelfest ist schon eine schöne Einrichtung. Ich habe auch an diesen Vorbereitungen teilgenommen. Und wir selbst sind eine Gruppe von 15 Personen. Wir fahren sehr viel in dieser Gegend hier. Die ganze Region ist schon für Radfahrer also sehr zu empfehlen. Nicht? Fahrradfahren ist für mich Lebensqualität, weil für mich als Mensch mit Gehbehinderung ist das eigentlich die einzige Art, wie ich Sport treiben kann. Das Sattelfest, das bedeutet für mich Begegnung, Bewegung und Leidenschaft. Ja, das Event Sattelfest ist wirklich ein bedeutendes Ereignis für die Region, weil Radverkehr ist im Aufwind. Es gibt richtig Fahrradstraßen jetzt hier, die ich natürlich auch als Radfahrer, der ich überlege, auch mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren, sehr schätze. Vieles ist noch lückenhaft, aber vieles ist jetzt seit etwa 2 Jahren auf gutem Weg. Es geht immer ums Zweirad, es ist mechanische Kraftübertragung. Man ist schnell, es ist herrlich, man ist unabhängig, man ist frei, man braucht keinen Sprit, man braucht kein Geld, man braucht ein Fahrrad. Fahrrad ist das Fortbewegungsmittel der Zukunft. Es ist einfach schön, Teil solcher Organisation zu sein. Die Stimmung ist so gestiegen, es war so hochexplosiv, ich habe sowas in meinem Leben noch nicht erlebt. Danke Sattelfest. Ist so.